Heute lege ich die Karten für dich. Und zwar, ich wünsche dir erstmal frohes neues Jahr. Und ich schaue jetzt einfach, was erwartet dich in dem neuen Jahr mit deiner Zwillingsflamme. Ich bringe eine Tüte voller Glück mit auf ein funkelndes neues Jahr 23. Und wir haben hier auch eine Glückskeks für dich. Und jetzt schauen wir, wie verändert sich das Jahr, was sollst du auch wissen. Eine kleine Neunerlegung und wir schauen jetzt bezüglich dich und deine Zwillingsflamme. Also ich habe euch beide rausgelegt bereits. Ich hoffe, du bist gut in das Jahr reingekommen und ich wünsche dir wirklich ein funkelndes Neues 2023. Wundervoll. So, deine Gedanken, deine Gefühle bezüglich deiner Zwillingsflamme und wie das mit euch weitergehen wird. Also das spielt hier auch wirklich eine Rolle. Und eine Karte ist jetzt hier gefallen und das schauen wir jetzt auch noch mal an. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. So, also ganz schön viel Karma. Karma ist nicht immer schlecht. Also Karma ist das, also was du halt wieder gut machen sollst oder was jetzt so in dein Leben kommt, was abgearbeitet werden soll, damit es gut werden kann, ja? So, bei dir sehe ich hier noch so ein bisschen, dass du über bestimmte Dinge nachdenkst. Soll ich oder soll ich nicht? Ja. Aber jetzt schauen wir auch deine Zwillingsflamme an. Wie denkt ihr über diese Sache, ja? Und über euch zwei, was sind so seine Gefühle? Was bewegt ihn dann generell in deine Richtung, ja? Jetzt an dem Neujahrstag. So, was bewegt ihn am Neujahrstag bezüglich dich, ja? Oh, der Doppelte. Ich habe hier den doppelten Baum. Das ist gut. Das ist dann halt, dieses Deck ist halt was vermischt, aber das macht ja nichts. Das soll so sein. Und das sehe ich ganz gelassen, ja? Denn das sollte hier auch wirklich für euch natürlich auch ein Hinweis sein. So, und jetzt ein Herz für dich, was du für ihn fühlst, so was er für dich fühlt und was du für ihn fühlst, genau. Und was euch verbindet. So wundervoll. Also euch verbindet jetzt, also nur die Liebe wird dich befreien. Lass das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Also was ich jetzt hier generell sehe bei dir. Du bist hier noch recht unentschlossen. Soll ich oder soll ich nicht? Da haderst du auch in manchen Dingen oder da ist noch nicht 100% eine Entscheidung für dich gefallen. Und deine Zwillingsflamme hat aber halt ein Geheimnis so vor dir. Und also alles wird sich zur rechten Zeit auch offenbaren. Und der Schleier wird sich auch bald lüften. Bei dir sehe ich, also er ist schon in deinen Gedanken. Du hast aber Angst, verletzt zu werden. Das sind so deine Gedanken jetzt auch im neuen Jahr. Vielleicht denkst du auch, wie das bis jetzt gelaufen ist. Das sind so deine rationale Gedanken, worüber du nachdenkst, aber gefühlstechnisch fühlst du ganz tief. Du fühlst hier so richtig tiefe Gefühle und du wünschst dir so im Herzen die Beständigkeit für eine verbindliche Liebesbeziehung und du wünschst dir ja auch diese Beständigkeit, auch wirklich eine Entscheidung zu treffen, auch den Herzensweg zu folgen. Das sind jetzt wirklich so deine Gedanken, was dich hier bewegt, ja? Also auch zum Ersten und Erste ist auch so ein guter Beginn, so ein Neubeginn für dich, ja? Also im Herzen und jetzt schau mal hier, zeigt sich auch hier der Ring noch so stark. Also wie geht es weiter? Also ich sehe hier schon der Karma, also dass es so schicksalhaft ist. Also ich habe das Gefühl,
Du wirst also auf jeden Fall auch diesen Neuanfang, was du dir wünschst, auch ihm schreiben, also im Brief schreiben vielleicht. Und da bist du auch gefallen, dass du wirklich die Initiative ergreifst, dass du dann auch vielleicht froh neues Jahr wünschst oder sowas halt in der Art, ja. So, bei deiner Zwillingsflamme sehe ich hier generell, sehe ich hier eine Karte, also das ist die Karma-Karte und die Schicksalskarte. Also er überlässt das dem Schicksal, wie das mit euch weitergeht. Und also auf jeden Fall auf der Kopfebene, natürlich denkt er auch darüber nach. Also ganz schnell wird sich hier etwas, also in der Stabilität gehen, ganz schnell wird hier in der Verwurzelung etwas gehen, in der Liebe. Das hofft er sich zumindest. Hier ist die Liebe und die Weisheit in seinen Gedanken. Und für ihn, du wünschst dir ja auch den Neuanfang. Und auf der Herzebene fühlte diese Stabilität und der Universum zu dir. Und er möchte auch hier irgendwie mutig genug sein oder du gibst ihm die Kraft, die Stärke. Also hier den Mut habe ich jetzt hier dabei. Und wie geht es weiter? Also ich sehe hier definitiv die Maske. Die Maske symbolisiert hier. Die Maske symbolisiert hier. Also auf jeden Fall, ja, dass er noch nicht ganz ehrlich ist, dass er noch irgendwie aus Selbstschutz oder Nervosität oder über Gerede sich sehr viele Gedanken macht, dass da auch noch deswegen halt diese Vorsichtsmaßnahme also seinerseits auch da ist. Ich weiß jetzt auch nicht weswegen. Wir schauen jetzt, was ist für heute die Botschaft. Wir haben hier eine Glückskeks. Und wir schauen jetzt mal, was ist die Botschaft der Glückskekse heute? So, und ist sogar in Sie-Form geschrieben. Wahnsinn. Sie verstehen es, widersprüchliche Meinungen unter einen Hut zu bringen. Na, das ist doch großartig. Also widersprüchliche Meinungen. Also die Botschaft ist, bringe das zum Jahresbeginn unter einem Hut. Das finde ich großartig. Und jetzt schließe deine Augen. Und wenn du nicht mit deiner Zwillingsflamme auch nicht zusammen bist, ich habe hier ein schönes Gedicht für dich aus dem Buch Was es ist von Christian Fricke. Und das sind Liebesgedichte vom so süßen Schmerz und von Begehren. Schließ deine Augen. Bin ich bei dir, mein Sonnenschein, so bin ich auch bei mir und kann ganz ich hier sein. Bin ich mit dir im Sternenglanz, mein Herz, ich stets verliere, verliere es voll und ganz. Sind wir zusammen, so herzensgleich schweb ich als Mann im Himmelsreich. Das war die Legung für dich. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, guten Start in das neue Jahr und ich freue mich auch, wenn du morgen wieder dabei bist. Ich sage Dankeschön und auf ein neues. Bis morgen.